Ich bin Lukas Babarowski, bin 21 Jahre alt, komme aus Großregen, habe eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht bei der Sparkasse Elster in Finsterwalde. Die Ausbildung ging insgesamt 2,5 Jahre und jetzt bin ich seit Januar dabei. Nach dem Abitur wollte ich studieren gehen, Richtung Wirtschaft, am besten BWL, normal den Bachelor, dann den Master. Dann war bei mir so der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, okay, jetzt wäre doch erstmal Praxis irgendwo schon ganz schön. Habe deswegen für mich die Entscheidung getroffen, ich mache erstmal die Ausbildung zum Bankkaufmann. Und aus heutiger Sicht kann ich sagen, es war genau der richtige Weg gewesen und es hätte für mich persönlich kaum besser kommen können. Besonders Spaß hat mir gemacht in der Ausbildung der Einsatz in den Geschäftsstellen. Also da wirklich auch der Kundenkontakt und diese Abwechslung, die man hat, wenn man immer wieder mit anderen Kunden arbeitet, das war echt schön gewesen. Besonders schön war mein Einsatz in der Hauptgeschäftsstelle in Finsterwalde, weil ich mich da auch im Team gleich wohlgefühlt habe und das war ein super Miteinander gewesen. Und als ich dann in der Ausbildung gehört habe, dass ich auch in der Hauptgeschäftsstelle übernommen werde und da als Berater anfangen darf, das war natürlich dann das Highlight der Ausbildung sozusagen am Ende. Also meine Tätigkeiten waren zum einen der Service vorne, dass ich halt da die Kunden empfangen habe, dass ich halt wirklich dafür verantwortlich war, wenn die Kunden Fragen hatten, darauf gleich einzugehen, allgemeine Fragen rund ums Konto, Online-Banking, Einzahlung, Auszahlung, solche Sachen. Dann der nächste Punkt, das waren dann auch so die Beratung, dass ich selber da auch mit integriert war und Beratung geführt habe, mit zugeschaut habe. Da ging es um solche Themen wie Online-Banking, solche Sachen. Dann ging es auch um Sachen wie Altersvorsorge bis hin zu Geldanlage, Versicherung, halt eine umfassende Beratung. Und wenn das dann alles erledigt war, wenn man einen Kunden hatte und ein Gespräch mit dem durchgeführt hat, dann ging es sozusagen darum, dass man auch die Nachbearbeitung macht, die Kundenakten anlegt, dass da alles sauber abgelegt wird, dass man auch beim nächsten Mal noch weiß, was hat man mit dem Kunden besprochen und dass halt auch in den Systemen bei uns alles sauber gepflegt ist. Ich bin Silvia Heinrich, bin Mitarbeiterin im Personalbereich und dort für die Aus- und Weiterbildung zuständig. Herr Babarowski ist von Beginn an immer sehr freundlich gewesen, offen gegenüber Neuem und seine ganze Art und Weise kommt bei unseren auszubildenden Mitarbeitern und auch bei unseren Kunden sehr gut an, weil er halt eine sehr sympathische, positive Ausstrahlung auch hat. Eine besonders große Herausforderung in der Ausbildung war jetzt, als ich selber auch die Einführungswoche für die neuen Auszubildenden mit vorbereiten musste. Da ging es dann darum, dass wir die neuen Auszubildenden langsam daran führen, wie läuft der Hase in der Sparkasse und denen sozusagen schon mal zeigen, wie hier was abläuft. Und das war eine ziemlich große Herausforderung, da alles in deinen Hut zu kriegen, vor allen Dingen auch in diese eine Woche alles an Informationen reinzupacken. Da war ich dann wirklich froh, als es geschafft war. Herr Babarowski, ich wünsche Ihnen für Ihre persönliche Zukunft alles Gute, viel Gesundheit natürlich, denn die ist dafür verantwortlich, dass Sie dann in Zukunft auch Ihre beruflichen Herausforderungen sehr gut meistern können. Davon gehe ich an und für sich aus, dass Sie auch Ihren Lehrgang zum Sparkassenbetriebswirt hervorragend absolvieren werden. Wir in der Personalabteilung unterstützen Sie dabei gern und wir wünschen Ihnen viel Erfolg und nutzen Sie Ihre Potenziale.